Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Raum für Spiele. Heute präsentiere ich die Voodoo 3 Familie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Voodoo 3 Grafikkarten wurden am 7. April 1999 auf den Markt gebracht. Das Standardmodell Voodoo 3 3000 AGP kostete ca. 400 D-Mark. Die Karte gibt es in vier verschiedenen Versionen. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in den Taktraten des Speichers und Chips, die jeweils immer synchron laufen. Eine Voodoo 3 1000 nutzt eine Taktrate von 125 MHz. Die Voodoo 3 2000 läuft lediglich mit 143 MHz, während die üblichere Voodoo 3 3000 bereits mit 166 MHz läuft. Die eher seltenere Voodoo 3 3500 TV ist bereits mit 183 MHz getaktet und hat als einzige einen zusätzlichen TV-Tuner. Die Voodoo 3 1000 gibt es lediglich für den AGP-Steckplatz, die anderen drei Varianten allerdings für beide Steckplätze, AGP und PCI. Ebenfalls hatten diese drei Varianten jeweils 16 MB Arbeitsspeicher. Anders als es der Name vermuten lässt, ist die Voodoo 3 nicht der direkte Nachfolger der Voodoo 2, sondern der Voodoo Benji, die nach der Voodoo 2 erschien. Die Voodoo 3 konnte technisch nicht vollends überzeugen, da sie wie die Vorgänger noch auf 16-Bit Farbtiefe setzt. Da die 3DFX-Ingenieure die Zukunft in der 16-Bit-Architektur sahen und diese optimieren wollten, kam 3DFX durch die Konkurrenz immer mehr in Bedrängnis. Denn mit der Nvidia TNT 2 gab es nun endlich eine Grafikkarte, die spielbare Frameraten unter 32-Bit zuließ. Mit einem Treiber-Update fügte 3DFX letztlich doch einen 22-Bit-Postfilter hinzu. Dieser berechnet das fertige 16-Bit-Bild auf 22-Bit hoch. Aber auch andere Features wie anisotrophes Filtern, Bumpmapping und DVD-Wiedergabe, worin die Voodoo 3 eher schlecht abschnitt, ließen den Vorsprung der 3D-Pioniere schrumpfen. Ebenfalls setzte 3DFX nach wie vor auf Texturen der Größe 256x256 Pixel, während die Konkurrenz bereits Texturgrößen von 2048x2048 Pixel verwendet. Für die damalige Zeit, zwar stark überdimensioniert, hätte es bei der Voodoo 3 dennoch schon etwas mehr sein können. Dennoch ließ eine Voodoo 3 3000 eine Nvidia TNT 2 in damaligen Benchmark-Tests stets hinter sich. Erstmals in der 3DFX-Geschichte vertrieb 3DFX Interactive nun ihre Grafikkarten selbst, nachdem sie im November 1998 die Firma STB, welche ein großer Kartenhersteller und OEM-Lieferant war, für ca. 140 Millionen US-Dollar aufkaufte. Lediglich Quantum 3D und einige wenige andere vertrieben neben 3DFX Interactive noch Grafikkarten mit Grafikchips von 3DFX. Dies verärgerte natürlich die restlichen Drittanbieter, die nun zur Konkurrenz abwanderten. Zudem lief die Zusammenarbeit von STB und 3DFX nicht so gut. Zu groß waren die Unterschiede in den Geschäftsphilosophien. Die Produktionsstätte von STB lag in Juarez, Mexiko, die weder in Sachen Kosten und Qualität mit asiatischen Auftragsherstellern mithalten konnten. All dies erhöhte den Druck auf 3DFX, die sich 1999 im neuen Gewand zeigten. Wurde 3DFX bisher mit einem großen D geschrieben, präsentierte sich der 3DFX-Schriftzug ab 1999 mit kleinem D. Ebenfalls wurde das 3DFX-Logo in diesem Zusammenhang überarbeitet. Für den OEM-Markt bot 3DFX Komplettsystemherstellern preisgünstige Grafikkarten mit Voodoo 3-Chipsatz an. Letztlich schaffte es aber nur das Modell 3DFX Velocity 100 in den Handel, sowie die bereits erwähnte Voodoo 3 1000. Die Velocity ist zwar höher getaktet als die Voodoo 3 1000, hat dafür eine Textureinheit weniger und nur 8 MB Arbeitsspeicher. Ebenfalls gibt es für Apple Computer zwei Grafikkarten mit Voodoo 3 Chipsatz, die von Villagetronic vertrieben werden. Diese lauten Villagetronic MP750 und Villagetronic Mac Magic. Wer eine ganz besondere Voodoo 3 besitzen möchte, sollte sich eines der Mainboards von Artrend oder MSI zulegen. Während es von Artrend und MSI jeweils zwei Mainboards mit einer Voodoo 3 2000 Onboard-Lösung gibt, hat Artrend noch ein weiteres Mainboard mit einer direkt verbauten Voodoo 3 3000 im Angebot gehabt. Dieses hat die Modellbezeichnung Artrend ATC6254M-V3. Kein anderer Voodoo-Chip hat es in der Geschichte von 3DFX auf ein Mainboard geschafft. So ist aber auch die Voodoo 3 3500 TV von der Firma Falcon Northwest zu erwähnen. Diese hat als einzige eine Voodoo 3 mit einem Grafik- und Speichertakt von 200 MHz auf den Markt gebracht. Folgt mir nun in die Welt der Hardware und seht, wo meine Voodoo zu Hause ist.
Für meine Voodoo 3 verwende ich das Mainboard der Firma Enmic mit der Modellbezeichnung 8TTX 2 Plus in der Version mit RAID Controller. Diese Version kostete 2002 169 Euro und ist vom Boardlayout identisch mit dem Epox EP8K 3A Plus, welches ebenfalls 169 Euro kostete. Der Vorteil des Enmic Board ist, dass es stabiler läuft. Besonders wurde das Board seinerzeit gelobt, da es auch bei extremer Übertaktung noch äußerst stabil läuft. Insgesamt können auf dem Board 3 GB DDR333 Arbeitsspeicher verbaut werden. Es bietet einen AGP sowie 6 PCI-Steckplätze. Als Chipsatz kommt der VIA KT333 zum Einsatz. Für den 6-Kanal-Surround-Sound sorgt der VIA VT8233A-Chip, der bei mir natürlich deaktiviert ist, damit meine Soundblaster Live von Creative Labs den tollen Sound liefern darf. Das hier eingesetzte Modell lautet SB0060 und verwendet den Soundchip EMU10K1SEF, welcher ebenfalls hervorragenden 6-Kanal-Surround-Sound liefert. Der Soundchip leistet eine digitale Verarbeitung in 32-Bit mit 192 Dezibel Aussteuerbereich, nutzt einen 64-stimmigen Hardware-Wavetable-Synthesizer und kann bis zu 32 MB Audio-RAM in den Speicher laden. Die große Stärke dieses Soundchips liegt in der Audio-Wiedergabe von Spielen, also genau das Richtige für meinen Rechner. Der Schwachpunkt liegt jedoch in der hohen CPU-Belastung. Als CPU benutze ich den AMD Athlon 2400 Plus, der auf 2 GHz getaktet ist und auf dem Sockel A oder auch Sockel 462 genannt passt. Im August 2002 kostete die CPU zur Markteinführung 193 US-Dollar. Die CPU läuft mit einem Frontside-Bus von 266 MHz und nutzt einen 256 KB großen L2-Cache. Die Leistungsaufnahme liegt bei rund 62 Watt. Um die CPU zu kühlen, kommt der Copper Silent TC-Kühler von Arctic Cooling zum Einsatz. Der Kühler wiegt 390 Gramm und der montierte Lüfter dreht bis 2500 Umdrehungen bei maximal 20 Dezibel. Der Anschaffungspreis lag bei günstigen 13 Euro und kühlt zuverlässig, solange extremes Übertakten vermieden wird. Als Arbeitsspeicher verwende ich einen 1 GB großen DDR-PC400 Riegel der Firma MDT. Um mit diesem System ins Internet zu gelangen, nutze ich eine 100 Mbit Netzwerkkarte von Realtek mit der Chipbezeichnung RTL8139D. Das DVD-Laufwerk kommt von Lite-On. Die Modellbezeichnung lautet SOHW1633S45C. Es handelt sich hier um einen 16-fach DVD-Brenner aus dem Jahr 2005 und kostete zu diesem Zeitpunkt 95 Euro. In damaligen Tests überzeugte das Laufwerk mit guter Geschwindigkeit und problemloser Handhabung. Um alle meine Spiele speichern zu können, verwende ich eine Seagate der U-Serie 7 aus dem Jahr 2003. Diese hat eine Speicherkapazität von 80 GB, läuft mit 5400 Umdrehungen und hat einen Cache von 1 MB. Genügend Leistung bekommt der Computer von dem Handkey-Netzteil Jumper 300G. Dieses 300 Watt Netzteil ist 80 Plus Bronze zertifiziert und entstand in Zusammenarbeit mit Planet 3D Now. Gerade die hochwertigen Komponenten im Innenbereich des Netzteils sind nicht üblich in der 300 Watt Klasse. Der Neupreis betrug 65 Euro. Alle Komponenten sind in dem schicken Antec 900 Gehäuse in der Revision 2 verbaut. Dieses hat standardmäßig vorne zwei und hinten einen 120 mm großen mit LEDs beleuchteten Lüfter. Oben ist ein weiterer 200 mm Lüfter verbaut. Alle vier verbauten Lüfter haben eine eingebaute Lüftersteuerung. Die Seitenwand gibt durch das Acrylglas den Blick auf die Hardware frei. Hier habe ich zusätzlich einen weiteren 120 mm Lüfter montiert. Als das MIDI Tower Gehäuse neu auf den Markt kam, habe ich knapp über 100 Euro dafür bezahlt. Aber selbst heute, Anfang 2014, wird das Gehäuse auf eBay noch immer zu Preisen von bis zu 122 Euro verkauft. Jetzt ist es an der Zeit, das Zockerherz höher schlagen zu lassen. Lehnt euch zurück und genießt die kommenden Minuten randvoll mit Spielen.
Thank you.
hat es wie immer Spaß gemacht, euch in die Welt der Spiele zu entführen. Ich freue mich auch auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid.